Wer verdient wie viel? Es ist das Tabuthema der Hessen. Die wenigsten sprechen gerne über die Höhe ihres Lohns oder ihrer Rente. Ich will mal ganz kurz stören. Ich will nur mal fragen, wissen, wie viel Sie verdienen. Wie viel Sie verdienen? Wie viel ich bekomme oder verdienen? Bekommen. Ja, weiß ich, ja. Ob Sie mir das verraten? Nein. Wie viel verdienen Sie denn eigentlich? Mehr als genug. Das geht Sie nichts an. Also mit meiner Frau rede ich drüber, aber ansonsten eigentlich nicht. Und damit herzlich willkommen zu Max, Ihrem Marktmagazin. Ja, da mussten wir ganz schön lange herumfragen, um das rauszukitzeln, wer denn was verdient. Um Arbeit, Lohn und Rente geht es heute schwerpunktmäßig bei uns. Wenn es ums Geldverdienen geht, werden viele Hessen ja ganz schnell ganz still. Kein Geheimnis wird so streng behütet wie das eigene Gehalt, weil es Neider gibt, weil man über Geld bei uns einfach nicht spricht. Wir aber tun es jetzt. Wie viel verdienen Sie denn im Monat? Wie viel verdienen Sie eigentlich? Ich habe ganz wenig Zeit, ich bin in der Mittagspause. Wie indiskret. Das sage ich jetzt nicht. Wer verrät, was er verdient? Max ganz frech. Wir fragen in allen Gehaltsklassen. Über 4.000 Euro. Brutto. Netto. Achso, das bleibt übrig, über 4.000. Ja. Wie viel sind das dann brutto? Ja, das sind dann ein bisschen über 6.000. Ich kann Sie netto sagen. Ja. 2,5. 2,5 netto? Ja. Das sind dann brutto? Keine Ahnung. 4 oder so. Ich weiß nicht, Steuerklasse 3. 9 Jahre selbstständig, von 3.000 Euro Umsatz im Monat bis hin zu 8 oder 9. 1.000 ja. Im Monat? Genau. 1,6 brutto. Ja. Was bleibt da übrig? 1.000. Für eine Vollzeitstelle? Nein, 34 Stunden Woche. Ist trotzdem unterbezahlt. Brutto habe ich 1,3, zwischen 1,3 und 1,4. Und sind Sie damit zufrieden oder könnte es mehr sein? Es kann immer mehr sein. Wenn man davon ausgeht, dass ich in meinem Job eine große Verantwortung habe, da könnten ein paar Euro mehr reinfließen. Ich will nur mal fragen, wissen, wie viel Sie verdienen. Und wie offen sind die, die mit Geld arbeiten? Mittags im Frankfurter Bankenviertel. Ich würde Ihnen gerne mal eine ganz freche Frage stellen. Wie viel verdienen Sie eigentlich? Ich habe ganz wenig Zeit, ich bin in der Mittagspause. 3.000. Netto? Ja. Im Monat? Im Jahr. Das ist gelogen. Ja. Sagen Sie mal. Danke. Ciao. Verdienen Sie denn mehr als 10.000 im Monat? Ich gebe keine Auskünfte, ja. Verraten Sie uns die Summe, die Sie im Monat verdienen? Nein, ist, glaube ich, eine deutsche Eigenart, verrate ich nicht mal meinem Schwager. Also mit meiner Frau rede ich drüber, aber ansonsten eigentlich nicht. Darf ich Sie mal ganz kurz? Wir lernen, Gutverdiener lassen sich nicht ins Portemonnaie gucken. Viele Hessen aber reden ganz offen übers Geld. Je weniger sie haben, desto offener sind sie. Tja, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Verdienen Sie das, was Sie verdienen? Fast die Hälfte aller Deutschen fühlt sich auf jeden Fall in ihrem Job unterbezahlt. Eine Umfrage hat das gerade erst herausgefunden. Das ist auf der einen Seite natürlich eine Befindlichkeit, aber es gibt Berufe, da muss man nicht lange herumdiskutieren. Da sind sich viele sehr schnell einig, dass diese Berufsgruppe zu wenig verdient. Max macht den Gehaltscheck. Wer verdient in Hessen zu wenig? Also ich denke mal, die Leute, die im sozialen Bereich tätig sind, die werden relativ wenig bekommen, ja. Naja, das sollte der Erzieher ein bisschen mehr bekommen. Gastronomie und Hotellerie. Ich glaube, Friseure verdienen nicht so arg viel. Der Durchschnittsbruttolohn in Deutschland beträgt 3.600 Euro. Friseur, Bäcker und Erzieher sind mit Durchschnittslöhnen um die 2.000 Euro im Gehaltsranking ganz weit unten. Doch wer bekommt wirklich am wenigsten? Leider, dass Erzieher, ich glaube, die gehen nicht umsonst laufend auf die Straße. Wenn ich bedenken muss, was ich für das Aufhellen meiner Haare zahlen muss. Sehr gut. Also das schätze ich jetzt mal. Ich glaube, dass der Erzieher unterbezahlt ist. Ja, würde ich auch sagen, der Friseur wahrscheinlich am wenigsten. Die Erzieher haben doch letztens, genau, die haben doch erst gestreikt. Und so sieht es bei den Durchschnittslöhnen tatsächlich aus. Schlusslichter sind mit 1.390 Euro die Friseure. 1.800 Euro bekommen Erzieher und Tagespflegepersonen. Die Bäcker sind mit 1.900 Euro dabei. Zu wenig finden die Hessen, vor allem bei den Erziehern. Das ist wirklich erstaunlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. In den sozialen Berufen verdienen eigentlich zu wenig für das, was sie machen, die Verantwortung, die sie tragen.
Wir sind bei Hedwig Gavlit in Schöneck in der Wetterau. Seit 22 Jahren betreut sie Kinder unter 3 Jahren. Jeden Tag von 7 bis 17 Uhr. Fast 50 Stunden pro Woche. Wenn man mal davon ausgeht, wie viel Verantwortung wir für ein Menschenleben haben, ist das bedeutend mehr als jetzt bei einem Banker. Denn bei der Bank, das ist Geld, das ist klar, aber man kann es ersetzen. Aber ein Leben von einem Kind kann man nicht ersetzen. Und selbst im Vergleich zu anderen Berufen, in denen mit Kindern gearbeitet wird, stehen Erzieher am schlechtesten da. Sozialarbeiter bekommen mit 3.637 Euro doppelt so viel, Gymnasiallehrer mit 4.117 Euro noch mehr. Erzieherin Hedwig Gavlit kann nicht verstehen, warum der Job für die ganz Kleinen so stiefmütterlich behandelt wird. Wenn es die nicht gäbe, dann könnten die Eltern auch nicht arbeiten gehen. Und dann würden denen ja auch viel Geld fehlen. Es wird viel Steuern dadurch bezahlt. Es wird in die Rentenkassen oder überhaupt in die Sozialversicherung bezahlt. Aber wir bekommen trotzdem nicht mehr. Erzieher in Kitas oder als Tagesmütter. Ein Beispiel für unterbezahlte Berufe in Hessen. Tja, zu wenig verdient wird vor allem in sozialen Berufen. Da sind sich natürlich alle einig. Schauen wir doch mal auf der anderen Seite der Gehaltstabelle nach. Da werden viele sagen, dass diese Berufsgruppe zu viel verdient. Max macht den zweiten Gehaltscheck. Wer verdient in Hessen zu viel? Banker. Warum? Ich bin einer. Fußballer. Fußballer verdienen mittlerweile auch zu viel, ja. Manager, die verdienen zu viel, weil sie eben eine Managerposition haben. Und sie ruhen sich, platt gesagt, drauf aus. Diese drei Berufsgruppen stehen im Gehaltsranking weit oben. Investmentbanker, Chefärzte und Piloten. Wer von den dreien bekommt am meisten? Also ich würde mal sagen, hier in Frankfurt die Investmentbanker wahrscheinlich am meisten. Die wissen schon, mit dem Geld umzugehen. Mit den Chefärzten, da kennen wir uns ein bisschen aus, weil die haben früher halt richtig gut Geld verdient und jetzt kommt es darauf an, welche Verträge die haben. Also ich würde das Ganze so setzen. Und so sehen die Durchschnittsbruttolöhne tatsächlich aus. Unter den Topverdienern sind die Chefärzte mit durchschnittlich 15.000 Euro dabei. Knapp davor die Piloten mit 16.416 Euro. Die Hessen finden, dass vor allem die Investmentbanker mit durchschnittlich 20.500 Euro viel zu viel verdienen. Sie verpulvern das Geld von den Anlegern und kriegen trotzdem halt, egal ob sie es verpulvert haben oder nicht, kriegen sie trotzdem ihr Geld. Ich finde es aber im Verhältnis zum Chefarzt nicht in irgendeiner Relation. An was es für ein Chefarzt ist, in welcher, ob er jetzt ein Chirurg ist oder ob es ein Radiologe ist. Also es sind schon Unterschiede, was die Verantwortung betrifft. Radiologen sind unter den Ärzten die Topverdiener. Fast 26.000 Euro im Monat. Die meisten Hessen finden das zu viel. Wir fragen nach bei Andreas Korf. Er betreibt seit 10 Jahren eine Gemeinschaftspraxis in Hofheim. Ist er überbezahlt? Wenn Sie von fairen Vergütungen reden, dann muss man im Zweifelsfall auch mal über den Tellerrand gucken, der Medizin hinaus. Wenn ich Profisportler sehe und erkennen muss, was die verdienen, die verdienen also das, was hier monatlich drin steht an einem Tag. Dann frage ich mich, wo ist die Gegenleistung? Fakt ist, auch unter Ärzten sind Radiologen die Spitzenreiter, verdienen rund doppelt so viel wie ein Allgemeinarzt. Auch das findet Andreas Korf gerechtfertigt. Denn wegen der teuren Geräte in seiner Praxis müsse er sich mehr verschulden. Betriebswirtschaftliches Risiko, das man ja auch trägt, das ist sicherlich beim Radiologen ungleich höher. Und da sehe ich durchaus eine Rechtfertigung, dass das Risiko auch irgendwo mit vergütet wird. Auch wenn er sich nicht überbezahlt fühlt. Ein Radiologe wie er verdient rund 7-mal mehr als der Durchschnittshesse. Für viele bleibt das schwer nachvollziehbar. Arztgehalt ist nicht gleich Arztgehalt. Auch innerhalb von Berufsgruppen gibt es offenbar große Unterschiede. Um Arbeit, Löhne und Rente geht es heute schwerpunktmäßig in Max. Gut, dass unser Finanzexperte Hermann Josef Tenhagen bei uns ist. Abend. Guten Abend. Gerecht ist das doch nicht, was wir gerade gesehen haben. Nee, gerecht ist das nicht. Wenn eine Berufsgruppe im Schnitt mehr verdient als die Bundeskanzlerin, kann das eigentlich nicht gerecht sein. Und wenn man sich die Berufe untereinander anschaut, fragt man sich auch, warum eine Krankenschwester oder ein Pflegepersonal sozusagen so viel weniger verdient als
ich sage jetzt mal Investmentbanker. Aber kann es denn grundsätzlich eine Lohngerechtigkeit überhaupt geben? Also es kann einmal eine Gerechtigkeit geben, dass für gleiche Arbeit das Gleiche bezahlt wird. Das ist ja auch nicht überall der Fall. Am Band werden Leute unterschiedlich bezahlt. Das sollte nicht so sein. Und das andere ist, wie man Berufe miteinander vergleicht. Und natürlich sind Berufe, wo es um Menschen geht, wo es um Verantwortung für Menschen geht, sollten besser bezahlt sein als die Berufe, wo es um die Verantwortung für die Kanalisation geht. Bleiben wir bei ungerechten Gehältern. Die Schere zwischen Managern und Angestellten ist besonders groß. Das beste Beispiel dafür gibt es in der Automobilindustrie. Er ist der Spitzenverdiener, Daimler-Chef Dieter Zetsche. Was sagen die Autobauer am Band zu satten 14,5 Millionen Euro pro Jahr? Ist nicht gerechtfertigt, finde ich. Ich meine, am Ende, das Auto baut kein Vorstand. Das Auto bauen wir. Wo wolltest du denn hingehen? Willst du hingehen und sagen, du kriegst zu viel, gib mir davon was ab? Da wird der seinen Bodyguard anrufen und dann einmal den Freifluch. Ne? Deutsche Topmanager verdienten vor 20 Jahren im Schnitt 19 Mal so viel wie ihre Beschäftigten. Doch der Unterschied wird immer größer. Mittlerweile verdienen sie das 57-fache. Und wir fragen uns, warum ist das so? Naja, also die haben sich ein Stück was in den USA abgeguckt. Da waren ja hohe Löhne oder hohe Gehälter für Manager eine lange Zeit üblich. Und haben das einfach nach Deutschland übertragen und haben behauptet, ohne den geht's gar nicht, sonst würden die Leute nach Großbritannien gehen. Jetzt sagen die Großbritannien, die kommen wieder hierhin wegen Brexit. Ich glaube, das ist ein bisschen eine verlogene Debatte und leider wird aber trotzdem das Gehalt gezahlt und leider gucken ja sogar die Gewerkschaften auch zu, weil die meisten Topmanager, da sitzt im Aufsichtsrat die Gewerkschaft mit drin und muss ja was dazu gesagt haben. Wir hatten ja gerade den Topmanager, Zetsche. Wie ist denn das zu rechtfertigen, dass ein durchschnittlicher Beschäftigter am Tag so viel, im Jahr so viel verdient wie Zetsche im Am Tag. Das ist nicht zu rechtfertigen. Brauchen wir überhaupt nicht drüber nachzudenken. Fällt mir keine vernünftige Rechtfertigung ein, dass die mehr verdienen, dass die Verantwortung haben. Ja, super, aber nicht in dieser Dimension. Aber zurückzudrehen ist es auch nicht mehr, oder? Natürlich kann man das zurückdrehen. Die Japaner können in der Autoindustrie nach wie vor im Management mit der Hälfte oder mit einem Drittel des Gehaltes arbeiten. Und japanische Autos fahren auch auf den Straßen rum. Die machen das gar nicht so schlecht. Eins steht auf jeden Fall fest. Herr Tenhang, so viele wie nie haben im Moment eine Arbeit. Die Zahlen dazu sind auf den ersten Blick ja auch sehr überzeugend. 43,6 Millionen. Es gibt so viele Erwerbstätige zurzeit wie nie. Davon gingen 31,2 Millionen einer Arbeit nach, mit der sie in die Sozialversicherung einzahlten. Ebenfalls so viele wie nie zuvor. Doch genauso auf Rekordkurs die Geringverdiener mit 7,4 Millionen. Der Rest sind Selbstständige und Beamte. Das sind doch eigentlich tolle Zahlen. Hinkefuß sind nur diese Niedrigerwerbstätigen, oder? Ja, also weil die Leute dann mit dem Geld nicht über die Runden kommen. Und das heißt, die arbeiten zum Teil arbeiten die als 40 Stunden in der Woche und müssen trotzdem noch Unterstützung vom Amt bekommen. Das kann es eigentlich nicht sein. Da wird also eine Dienstleistung zu preiswert verkauft. Entweder brauchen wir die, dann müssen wir die besser bezahlen. Dann braucht man das Amt. Warum müssen wir als Steuerzahler noch mal was dazu tun? Weil der Arbeitgeber und die Leute, die davon profitieren, von der Dienstleistung, das nicht bezahlen wollen. Ja, aber dann hat der Mindestlohn in dem Bereich dann nichts gebracht? Doch, ich meine, früher gab es Friseure mit 4,50 Euro und 5 Euro und Taxifahrer, die bei 6 Euro waren. Da sind wir jetzt bei 8,50 Euro. Das ist schon besser. Aber wenn Sie sich das vorstellen, also was das bedeutet, dann reicht das ja immer noch nicht aus, um damit Leute zu ernähren. Als Single kommt man durch, als Familie nicht. Von der Rente wollen wir gar nicht reden. Darüber reden wir gleich, denn genau. Danke bis hierhin. Herr Tenhang, Sie bleiben noch ein bisschen bei uns. Bei der Rente ergeben sich ja eine ganze Reihe von Problemen. Die Politik, die will sich auch gerade dieser Probleme annehmen. Darüber reden wir noch gleich in der Sendung. Wo lässt man sich nieder? Wo lebt man mit seinem Gehalt am besten? Dass Frankfurt teuer ist, ist klar. Dass es auf dem Land preiswerter ist, ebenso. Aber wie gewaltig der Unterschied ist und was das im Monat ausmacht, das hat uns auch überrascht. Das Stichwort heißt dabei Kaufkraft. Und da spricht einiges fürs Land. Marc Nohl, Bademeister in Homberg-Efze. 2.300 Euro brutto reichen ihm hier auf dem Land locker. Ich bin schon zufrieden, ja. Könnte nicht besser sein. Frederik Leiser ist auch Bademeister. Im teuren Frankfurt wird es mit 2.300 Euro brutto eng. Ein Nebenjob wäre auch gut. Hätte ich mehr Geld, könnte ich besser leben.
Das Beispiel zeigt, zwei, die das Gleiche verdienen, leben unter völlig verschiedenen Bedingungen in Hessen. Die Freibad-Saison hat Marc Nohl nun hinter sich. Jetzt muss er das Bad von Homberg FC winterfertig machen. Hier auf dem Land kommt der Fachangestellte für Bäder mit seinem Gehalt gut zurecht. Er ahnt, dass er sich damit viel mehr leisten kann als zum Beispiel die Kollegen im teuren Frankfurt. Da hat man natürlich höhere Lebensunterhaltungskosten, die haben wir hier am Land nicht. Ich selber habe das Glück, habe in der Nähe ein Haus mir gekauft mit meiner Frau zusammen und kann halt zu Fuß oder gegebenenfalls mit dem Fahrrad dann hier an die Arbeit kommen. Damit haben wir natürlich Vorteile im Gegensatz zur Stadt. Der dickste Brocken bei den Ausgaben, das Wohnen. In Homberg Efze kosten 80 Quadratmeter im Schnitt 416 Euro Kaltmiete im Monat. In Frankfurt ist das mehr als doppelt so viel, 880 Euro. Für Frederik Leiser, Bademeister aus dem Frankfurter Rebstockbad, heißt das, er wohnt noch immer bei den Eltern. Am Ende des Monats hätte ich dann halt einfach mit einer eigenen Wohnung nicht mehr so viel Geld übrig, dass ich halt nicht mehr gut leben könnte. Und es wird einfach keinen Spaß machen, deshalb lasse ich das erstmal. Im öffentlichen Dienst sind die Gehälter gleich, egal ob auf dem Land oder in der Stadt. Was dieser Lohn aber wirklich wert ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Statistisch liegen die Nettohaushaltseinkommen im Schwalm-Eder-Kreis und Frankfurt dicht beieinander. Max zeigt, was das für das alltägliche Leben heißt. 20.500 Euro im Jahr hat eine Person im Schwalm-Eder-Kreis netto. In Frankfurt im Schnitt 20.600 Euro. Jetzt werden die Ausgaben eingerechnet. 35% fürs Wohnen, 20% für den Konsum, 17% fürs Essen. Diese Kaufkraft eingerechnet, ist das Einkommen im Schwalm-Eder-Kreis jetzt 22.600 Euro wert. In Frankfurt aber nur noch 17.400 Euro. Ein Riesenunterschied von 5.200 Euro. Was das konkret bedeutet, weiß Marc Nohl in Homberg Efze aus seinem Alltag. Immer mal wieder ist er ja selbst in der teuren Großstadt unterwegs. Wenn ich hier bei uns Brötchen holen gehe, dann zahle ich um die 30 Cent für ein Brötchen. Wenn ich in Frankfurt Brötchen holen gehe, dann sind es um die 45 Cent. Und ich sage mal, das ist halt am Ende des Monats macht sich das schon bemerkbar, wenn man halt jeden Tag so Kleinbeträge mehr zahlen muss als hier. Und dann habe ich dementsprechend hier mehr von meinem Gehalt, als wenn ich in der Großstadt leben würde. Frederik Leiser vom Frankfurter Rebstockbad weiß selbst natürlich auch, dass er auf dem Land mit seinem Gehalt viel besser leben könnte als im teuren Frankfurt. Also doch besser umziehen in eine viel günstigere Region von Hessen? Die Idee, auf dem Land zu arbeiten und zu leben, hatte er schon öfter. Ich habe da schon mal drüber nachgedacht, so dass wird sich vielleicht auch lohnen, also ich hätte mehr von meinem Geld und so weiter, aber ich möchte halt da lieber bleiben, wo ich herkomme, wo meine Freunde sind, meine Familie, meine Eltern und ja, das ist besser. Wer sich was leisten kann, hängt also nicht nur vom Lohn ab. Ein unterschiedlicher Wohnort macht aus ein und demselben Gehalt zwei Welten. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen, unter max.hr.de finden Sie, wie gut die Kaufkraft in Ihrem Landkreis ist. Da haben wir die Lebenshaltungskosten in allen hessischen Landkreisen verglichen. Um Arbeit, Lohn und Rente geht es heute bei uns in Max. Jeder wünscht sich ja einen Arbeitsplatz, der einen erfüllt, dass man fröhlich pfeifend zur Arbeit geht. Millionen aber, die wachen morgens auf und denken nur, oh Gott, wann ist endlich Wochenende? Viele macht die Arbeit krank, weil immer mehr zu tun ist und der Körper nicht mitkommt. Arbeit macht viele Hessen krank. Immer mehr fühlen sich kaputt und gestresst. Viel Arbeitspensum, wenig Bewegung. Es war zu viel, die vielen Stunden. Kranke Mitarbeiter werden für die Unternehmen teuer. Sie leisten sich aufwendige Gesundheitsprogramme. Das Wohlbefinden hat sich gesteigert und unsere Krankenquote ist geringer geworden. Max bei zwei großen hessischen Arbeitgebern. Ihre Mitarbeiter überdurchschnittlich oft krank. Wir wollen wissen, wie werden Fehlzeiten geringer? Und was macht Arbeitnehmer krank? Erstes Beispiel, wie harte körperliche Arbeit krank macht. Beim Flughafenbetreiber Fraport arbeiten 11.000 Beschäftigte. Mirko Vincetic wuchtet seit 16 Jahren Koffer, etwa 13 Tonnen am Tag. Trotz dieses Hilfsmittels bleibt es anstrengend. Das zieht bis in den ganzen Rücken rein, also bis in den mittleren Rücken mindestens zieht es jedes Mal das Gewicht. Und auf die Dauer
tut es dann irgendwann früher oder später weh. Schichtarbeit, körperlich anstrengend, schlechte Luft. Wer so arbeitet, wird schneller krank. Im Durchschnitt blieb ein Arbeitnehmer an 19,5 Tagen krank zu Hause, fast ein Arbeitsmonat. Bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten noch öfter. Müllwerker, Feuerwehr 28 Tage, Berufsfahrer, Pflegekräfte 21 Tage, Bauarbeiter, Lehrer 19 Tage. Dagegen weniger als der Schnitt, Verkäufer, Ärzte 17 Tage, Bankangestellte und Sachbearbeiter 14 Fehltage. Max trifft Gudrun Müller, Leiterin unter anderem des Gesundheitsmanagements bei Fraport. Kranke Mitarbeiter machen auch das Unternehmen krank. Wir haben in Messungen festgestellt, dass 1% Fehlzeit mehr uns ca. 6 Millionen Euro kostet. Und da haben wir natürlich ganz klar auch ein wirtschaftliches Interesse, die Kosten gering zu halten. Fraport will gesündere Mitarbeiter und investiert 700.000 Euro jährlich in Gesundheitsprogramme. Die nutzen inzwischen mehr als ein Drittel der Beschäftigten. Auch Mirko Vincetic in diesem Fitnessmobil extra für Vorfeldmitarbeiter. Rücken- und Bauchtraining. Sein Erfolg? Seit 2 Jahren war er nicht mehr krankgeschrieben. Dennoch, die Zahl der Krankheitstage in Hessen ist trotz der Programme seit Jahren auf ähnlich hohem Niveau. Der Grund? Um 72% haben langwierige psychische Erkrankungen zugenommen. In den letzten 10 Jahren. Warum, weiß Arbeitsmediziner Matthias Rose. Man hat eben eine große Belastung auch außerhalb des Berufslebens und die Entgrenzung zur Freizeit ist eben nicht mehr so gegeben. Damit steigt die Gesamtbelastung. Krank wegen Überforderung oder Burnout. Das dauert am längsten. Psychische Erkrankungen verursachen 25,6 Fehltage. Weniger solche Klassiker wie Muskel-, Skeletterkrankungen, also Rückenprobleme, 16,6 Tage. Oder Atemwegskrankheiten, also Schnupfen, mit 6,6 Tagen. Das zweite Beispiel, wie Büroarbeit krank macht. Die Stadtverwaltung Wiesbaden beschäftigt 5.500 Mitarbeiter. Die Krankenquote weit über dem Verwaltungsdurchschnitt, 28 Fehltage. Personalamtsleiter Markus Bittner ist schon froh, dass es weniger geworden sind. Wir haben den Abstand zu anderen Kommunen schlichtweg halbieren können. Und damit rechnet sich für uns auch die Aktivitäten im Gesundheitsmanagement. Statt Mittagessen gibt es Gehirnjogging. Wir sind beim Kurs für Live-Kinetik. Eines von über 30 Angeboten für Konzentration und Leistungsfähigkeit. Jährlich kosten die Krankenmitarbeiter die Stadt Wiesbaden 21 Millionen Euro. Da ist jeder der 300.000 Euro, die die Stadt in Gesundheitsprogramme steckt, gut investiert. So wie bei Leona Hoffmann, die jetzt seltener krank ist. Zu Beginn meiner Berufstätigkeit hatte ich ein paar Probleme mit dem Schulterbereich und auch mit dem Rücken. Und man muss sich einfach bewegen, um da vorzubeugen. Sport allein aber reicht nicht, weiß der Arbeitsmediziner. Dazu gehört alles, gerade im Bereich auch Arbeitsplatz, vom Teamgefühl über Karrieremöglichkeiten, über Wertschätzung, ganz wichtig. Bewegung und ein gutes Betriebsklima, das ist entscheidend für die Gesundheit der Arbeitnehmer. Wer zufrieden am Arbeitsplatz ist, ist seltener krank. Übers Geld reden viele ja nicht gerne. Wer über sein Gehalt spricht, wird leicht als Angeber abgetan. Darüber haben wir am Anfang der Sendung berichtet. Wie sieht es denn mit den Rentnern aus? Die könnten sich ja entspannt zurücklehnen und ganz offen damit umgehen. Vielen geht es ja dank der Erhöhungen der letzten Monate ja so gut wie noch nie. Die Höhe der Rente. Auch das ein Tabuthema? Wie viel Rente kriegen Sie denn im Monat? Also ich kriege eine Rente, die ist über 2.000 Euro. Das geht Sie nichts an. Wenn ich Ihnen sagen würde, was ich für die 45 Jahre für Rente habe, das wird es mir nicht glauben. 800 Euro Rente. Da kann ich ja gar nicht alleine. Da kann ich ja gar nicht alleine existieren. Mit Betriebsrente zusammen 540 Euro. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel. Reicht Ihnen das? Nein. Naja, also mit meiner Frau zusammen so 6.000 Euro. Und damit geht es einem ganz gut? Damit geht es mir gut, ja. Riesige Unterschiede also. Jetzt wollen wir wissen, in welchem Alter sind die Hessen in Rente gegangen? Mit 61. Haben Sie aufgehört? Ja, ja. Und warum? Warum?
Weil ich die Schnauze voll hatte. Ich habe mit 63,5 aufgehört. Und da haben Sie gesagt, das reicht jetzt auch? Ja, das hatte ich mir schon lange vorgenommen, dass ich da gehe, weil ich ja immer bei der BFA war und habe mir immer Ausdrucke machen lassen, wie sich meine Rente entwickelt. Ja, ich habe immer noch ein bisschen was gemacht. Jetzt habe ich wirklich die Nase voll. Ich bin 79, das reicht. Ja, ich höre ja nicht auf. Ich arbeite ja weiter. Sie sind noch dabei? Ja, aber ich bin der glücklichen Lage. Ich mache nur noch das, was mir Spaß macht. Und ansonsten kann mich die Welt mal... You can be crosswise on my backside, oder wie das heißt. Wissen Sie, was ich meine? Ja, das verstehe ich. Okay. Während manche gar nicht ans Aufhören denken wollen, sind viele hessische Rentner nach jahrzehntelanger Arbeit froh, dass sie endlich ihre Ruhe haben. Tja, stimmt. Zwei Rentnerwelten gibt es offensichtlich. Auf der einen Seite die Rentner, die sich fragen, warum muss ich denn überhaupt aufhören zu arbeiten, wenn ich doch am liebsten weiterarbeiten möchte, einfach nur, weil es Spaß macht. Und auf der anderen Seite gibt es die, die weiterarbeiten müssen, weil ihre Rente vorne und hinten nicht reicht. Schauen wir erst einmal auf die, die weiterarbeiten wollen und es deshalb auch tun. Das ist Rose-Rita Schäfer. Die 66-jährige Rentnerin arbeitet jetzt als Lokalreporterin. Dido! Rose-Rita Schäfer aus Lich hat mehr Zeit für ihre Katzen, als ihr lieb ist. Sie war Informatikerin bei Zeiss in Wetzlar. Als sie das Rentenalter erreicht, endet automatisch ihr Arbeitsvertrag. 18 Monate nach ihrem Zwangsausstieg hadert sie noch immer mit dieser gesetzlichen Bestimmung. Sehr sauer, vor allem weil die Politiker überall erzählen, wir sollen länger arbeiten. Jetzt ist hier einer, der will gerne länger arbeiten. Und dann stellen sie fest, also Gesetze sind gegen sie. Sie haben letztlich keine Chance, das durchzudrücken. Den ganzen Tag zu Hause rumsitzen, das ist nichts für die rüstige Rentnerin. Sie arbeitet jetzt als Lokalreporterin für den Gießener Anzeiger. Einen neuen Job, der ihrer Qualifikation als Programmiererin entspricht, konnte sie trotz aller Suche nicht finden. Für mich ist ein Kompromiss natürlich, ja. Ich bin Mathematiker, ich habe Mathematik studiert. Und ich habe das gerne gemacht. Es ist das Einzige, was ich zurzeit machen kann. Arbeiten im Rentenalter. Es ist noch immer die Ausnahme. 86.000 Hessen machen es. Das entspricht 6,7% der über 65-Jährigen. Aber vor 10 Jahren war diese Quote noch viel geringer. Nur 3,7% gingen damals weiterhin zur Arbeit. Einer der Ausnahmen ist auch Burkhard Kronenberg, 66 Jahre alt, Diplom-Ingenieur. Er macht beim alten Arbeitgeber, der Envirochemie aus Rossdorf, als geringfügig Beschäftigter weiter. Das Unternehmen profitiert davon, wenn er sein Fachwissen an die jüngeren Kollegen weitergibt. Das ist eine Bestätigung, ist das, und macht mir Freude und bekomme auch das Feedback von den jungen Kollegen dann. Ja, dass sie sagen, klasse, so hätte ich das jetzt nicht gemacht oder bin nicht so schnell zum Ziel gekommen. Burkhard Kronenberg arbeitet nicht mehr 210 Tage in Vollzeit, sondern maximal 70 Tage. Mehr ist für geringfügig Beschäftigte nicht erlaubt. 4 solcher Seniorberater setzt derzeit Personalchef Gerd Sagave ein. Zu viele Hürden und Hindernisse. Der Personaler stellt klare Forderungen, dass die Politik endlich mehr Möglichkeiten schafft. Wenn man mehr als die geringfügige Beschäftigung machen will, dann fehlen uns die Instrumente. Da gibt es Interesse teilweise von Mitarbeitern, auch von uns als Unternehmen, Lösungen zu finden. Und da würden wir uns natürlich Lösungen wünschen. Das MEX-Fazit? Statt generell über längere Arbeitszeiten zu diskutieren, sollte endlich der Weg freigemacht werden für jene Rentner, die schon heute gerne länger arbeiten wollen. Aber bei denen, die weiterarbeiten müssen, sieht es ganz und gar nicht so fröhlich aus. Sie haben keine Wahl. Sie müssen weiterarbeiten, weil die Rente nicht reicht. Zehntausende müssen hinzuverdienen und immer mehr arbeiten in solchen sogenannten Minijobs. Es war gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der mit uns darüber reden wollte. Denn wer zeigt schon gerne, dass andere seine Not ausnutzen, damit man selber irgendwie weiterleben kann? Sie ist 73 Jahre alt und wird gnadenlos ausgebeutet. Dorothee K. aus Frankfurt. Die Rentnerin möchte unerkannt bleiben. Sie schämt sich dafür, dass sie von ihrer Rente nicht leben kann. Sie geht putzen für eine Gebäudereinigung. 3 Stunden täglich, 4-mal die Woche.
es ist eine Knochenarbeit eigentlich. Ich meine, man hat ja viel zu tun, man muss auch schleppen, man muss Staubsauger schleppen, man muss schwere Eimer schleppen und man ist ja auch keine 20 mehr. Also irgendwie macht mir das doch ganz schön zu schaffen. Viel schlimmer als der Job ist aber die Bezahlung. Die Rentnerin schuftet unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn. In ihrem Arbeitsvertrag steht, dass sie 8,50 Euro die Stunde bekommt. Doch das stimmt nicht. Die Firma, für die sie arbeitet, wendet einen einfachen Trick an. Der Trick ist eben der, dass ich eben viel mehr arbeite, pro Tag eine Stunde mehr. Und das sind im Monat 16 Stunden mehr. Und 16 Stunden Mehrarbeit ohne Bezahlung, also das finde ich nicht in Ordnung. Rund 86.000 Rentner haben einen Nebenjob in Hessen, viele davon Frauen. Sie haben die niedrigsten Renten. Wie Firmen die Not ausnutzen, wissen sie nur zu gut. Max beim Verein Deutsche Rentnergewerkschaft. Bis zu 5 neue Fälle pro Woche landen hier. Eine schlimme Entwicklung. Also das ist schlecht ausgedrückt und alles auch. Dieser Niedriglohnsektor gehört unseres Erachtens eliminiert. Auch Irmgard M. hat eine ganze Reihe Minijobs hinter sich. Auch sie möchte unerkannt bleiben. Denn nur so kann sie über ihre Erfahrungen sprechen. Je mehr sie das Geld brauchen, umso mehr Stunden arbeiten sie für wenig oder nichts, fast nichts. Von 8,50 Euro brauchen sie nicht zu rechnen. 4, 5, 6, mehr nicht. Als Spülkraft in einer Großküche verdient sie nur 6 Euro die Stunde, ohne Arbeitsvertrag. Wer sich beschwert, fliegt raus. In einer Druckerei soll sie Prospekte falten für 5 Euro die Stunde. Ihr Arbeitgeber meint, dafür sei das Essen in der Kantine ja kostenlos. Naturalien statt mehr Bares. Furchtbar. Ist sehr demütigend. Solchen Tricks stehen arme Rentner hilflos gegenüber. Kontrollen der Behörden gibt es so gut wie nicht. Entsprechend fehlen Zahlen über das Ausmaß der Verstöße. Dorothee K. fühlt sich alleingelassen. Ich denke schon, dass man den Firmen ausgeliefert ist, weil die genau wissen, dass sie sofort jemand Neues einstellen können. Fazit: Die Behörden müssen die Ausbeutung der Rentner endlich ernst nehmen. Immer mehr sind auf Jobs im Alter angewiesen. Und wer das Geld braucht, der wehrt sich nicht. Aus Angst, die Arbeit zu verlieren, selbst wenn die so mies bezahlt wird. Was auffällt, ist, dass viele, bei denen es später knapp wird mit der Rente, Brüche in ihrem Lebenslauf haben, nicht ständig in die Rente eingezahlt haben. Viele Frauen. Und meistens sind es Angestellte. Bei Beamten kommen solche Brüche selten vor. Und auch deshalb gibt es riesige Unterschiede. Ähnliche Arbeit, doch zwischen der Rente und der Pension liegen Welten. Da hat Anni Hein 50 Jahre lang schwer geschafft. Und jetzt will sie in Rente gehen. Doch dann das. Der Steuerfachangestellten bleiben enttäuschende 1.400 Euro brutto. Dann bleibt einem gar nichts anderes übrig, als dass man noch irgendwo sich einen Nebenjob sucht. Besonders frustrierend, wenn sie eine vergleichbare Arbeit als Beamtin im Finanzamt geleistet hätte, stünde ihr eine Pension von 2.400 Euro brutto zu. Wenn ich mir überlege, dass ich vor Jahren hätte hier anfangen können, und habe es nicht gemacht, ich hätte es vielleicht doch machen sollen, dann wäre meine Rente, glaube ich, jetzt gesichert. So wie ihr geht es den meisten Arbeitnehmern in Deutschland. Denn die Rente schrumpft und schrumpft. 2001 gab es noch 52% des Durchschnittseinkommens. Jetzt sind es nur noch 47%. 2030 sollen es 43% sein. Und das bei steigenden Rentenbeiträgen. Das Pensionsniveau der Beamten dagegen blieb nahezu unangetastet. Von 75% 2001 wurde es auf knapp 72% des letzten Bruttoeinkommens gesenkt. Und anders als Arbeitnehmer zahlen Beamte keine Beiträge, ihre Pensionen steuerfinanziert. Ich hätte wahrscheinlich dann doch irgendwie beim Finanzamt arbeiten sollen und nicht beim Steuerberater. Und ja, man empfindet es als ungerecht. Wie fragwürdig die Privilegierung der Beamten gegenüber Angestellten ist, zeigt sich auch im Lehrerzimmer. Der angestellte Lehrer Florian Bublis verdient in seinem Arbeitsleben etwa 100.000 Euro weniger als ein verbeamteter Kollege. Und im Alter hat er auch noch weniger Rente. Es ist aber einfach nicht nachvollziehbar, dass die Politik bewusst und wissentlich solche Systeme im Lehrerzimmer existieren lässt, die einfach nicht gut sind
für die Motivation und vor allen Dingen auch für die angestellten Lehrkräfte. Trotz allem verteidigt der Chef des Deutschen Beamtenbundes die Pensionsregeln. Das entspricht der Garantie des Dienstherrn, die die Attraktivität des öffentlichen Dienstes und seines Beamtenstatus auch ausmacht, dass man im Alter seinen Lebensstandard fortsetzen kann. Für Anni Hein sind die großzügigen Pensionsregeln für Beamte eine Frage der Gerechtigkeit. Aber ganz grundsätzlich führen sie auch zu einer Kostenlawine für die Steuerzahler. Eine Reform dieses Systems ist dennoch nicht in Sicht. 1000 Euro Unterschied zwischen Rente und Pension. Hermann Josef Tenhagen ist bei uns. Ist das noch zeitgemäß? Das ist nicht zeitgemäß für Jobs, die vergleichbar sind. Es gibt sicherlich Beamtenjobs bei der Polizei oder so, wo man eine besondere Herausforderung hat, eine besondere Belastung hat, eine besondere Verantwortung hat. Deswegen sind das Beamtenjobs. Und wenn da mehr gezahlt wird oder im Alter mehr gezahlt wird, fein. Aber bei einem Verwaltungsjob, warum soll denn ein Verwaltungsjob in der Privatwirtschaft anders bezahlt werden als bei einem Beamten in der Verwaltung? Und warum sollen die mehr Rente bekommen? Aber wie könnte man das ändern? Naja, indem man von beiden Seiten darauf zuarbeitet, indem man dafür sorgt, dass die Verwaltung eben, dass es vielleicht nicht mehr Beamte sind, sondern dann Angestellte. Dann muss der Staat für die auch übrigens Beiträge ins System einzahlen. Und dann sind die Beiträge im System da. Dann kann man auch eine ordentliche Rente für alle bezahlen. Die Rente ist ja ein ganz großes Thema, wird Wahlkampfthema werden. Arbeitsministerin Nahles hat jetzt gerade neue Pläne vorgelegt. Die größten Baustellen würde ich gerne mit Ihnen klären. Einmal, es soll eine Haltelinie beim Rentenniveau geben. Also, dass die Renten nicht weiter absinken können. Geht das überhaupt? Naja, also man muss mit den Einnahmen und Ausgaben gucken. Wenn man sagt, man will eine Haltelinie bei dem unten haben, also tiefer darf es nicht fallen, und man will bei den Beiträgen oben auch eine Linie haben, dann muss man mehr Leute finden, die ins System einzahlen, weil sonst wird man das nicht bezahlen können. Die Frage ist, ob die Haltelinie unten wirklich das Kernproblem löst, weil diese 7,5 Millionen Leute mit niedrigen Löhnen, von denen wir eben geredet haben, die bekommen Haltelinie unten hin oder Haltelinie her, die bekommen so wenig Rente, dass die extra adressiert werden müssen. Und in Deutschland haben wir da ein Problem. Wir tun immer so, als ob das in der Rente sozusagen ein Spiegel beim Erwerbsleben sein muss. Und da sind wir wie in Mexiko. Das ist das Land, was das auch noch so macht. Anderswo ist das so, dass man sagt, Leute, die wenig verdienen, sollen wenigstens in der Rente ein bisschen mehr haben, sodass sie nicht ganz so arm sind. Also Altersarmut, aber da sollen ja die Betriebsrenten jetzt unterstützt werden. Naja, aber die Leute, die ganz wenig verdienen, erstens gibt es in deren Betrieben Betriebsrente und zweitens haben die denn das Geld, um das da einzuzahlen. Und drittens, wenn die denn einen Job wechseln, können sie denn ihre Betriebsrente mitnehmen. Es ist nach wie vor so, 40% aller Betriebsrentenverträge, da wird nicht mehr eingezahlt, weil der Arbeitnehmer den Job gewechselt hat und seine Betriebsrente nicht mitnehmen konnte. Also nicht der große Wurf, was die Betriebsrenten angeht. Dann gibt es ja eine dritte Stellschraube, also Obergrenze haben wir gerade gesagt. Dritte Stellgrenze-Schraube ist, wir arbeiten alle bis 75 oder was? Also ich glaube, das brauchen wir gar nicht, wenn man an allen Schrauben ein bisschen dreht. Aber man muss sich vor allem erstmal um die kümmern, die wirklich zu wenig haben. Wir hatten die ja gerade am Schluss in dem Beitrag. Wenn man sich um die mal kümmert, wenn man dafür sorgt, dass Leute, die wenig verdient haben im Leben, dass die wenigstens in der Rente über die Runden kommen und nicht zu Hungerlöhnen arbeiten müssen. Denn wer arbeiten möchte, das ist ja gut. Da ist man auch unterwegs. Das soll auch möglich gemacht werden. Aber es darf nicht sein, dass jemand arbeiten muss und dann mit 4 Euro oder 4,50 Euro abgespeist wird und die Behörde nicht mal hinterhergeht. Herr Tenhagen, viel erfahren, schön, dass Sie da waren. Wahrscheinlich werden wir alle bis 75 weiter arbeiten und ich jetzt noch bis 75 hier Max moderieren. Sie kommen weiterhin. Auf jeden Fall erstmal bis zum nächsten Mal. Ja, wie geht's weiter mit der Rente? Auf Facebook, Max Magazin, gibt es das Gespräch kurz und bündig. Wenn Sie sich alles noch mal genau anschauen wollen, einfach ins Netz auf max.hr.de gehen. Die Arbeitswelt ist im rasanten Wandel. So schnell kann man überhaupt gar nicht gucken. Das geht mir genauso wie Ihnen wahrscheinlich zu Hause. Es gibt aber noch Berufe, in denen hat sich in den letzten Jahrhunderten fast gar nichts verändert. Es ist, als wäre die Zeit stehen geblieben. Im Betrieb von Hans-Wilhelm Hinz. Arbeiten wie anno dazumal. Der Bürstenmacher verzichtet auf moderne Maschinen. Arbeitszeitkonten oder optimierte Produktionsprozesse gibt's nicht. Die Globalisierung fällt aus. Stattdessen alles aus eigener Hand. Und das aus Überzeugung. Sie können mich auf eine einsame Insel setzen, geben mir ein bisschen Borsten, ein paar Hölzer und Draht und dann baue ich ihn auch. Von Technik unabhängig, ganz genau. Ich kann auch ohne.
Hans Wilhelm Hinz führt die Tradition fort, die sein Vater 1950 begonnen hat. Ein kleines Unternehmen, spezialisiert auf Bürstenmacherei. Alles Handarbeit, alles beste Qualität und alles hergestellt von der eigenen Familie. Hast du die Schere drin bei dir? Zwei Söhne, zwei Schwiegertöchter und Tochter Melanie arbeiten im eigenen Betrieb mit. Einen besseren Arbeitsplatz kann sich die 35-Jährige nicht vorstellen. Heutzutage in der schnelllebigen Zeit ist es einfach schön, sich hier mal hinzusetzen. Es funktioniert nicht alles automatisch und auf Profit und umso schneller, umso besser. Fast meditativ hier, wenn du deine Bürsten einziehst. Das dauert halt so lang, wie es dauert. Das Ergebnis? Rund 800 verschiedene Bürsten. Die verkauft Hans Wilhelm Hinz in seinem kleinen Laden in der Marburger Oberstadt. Jedes Teil sieht noch genauso aus wie damals kurz nach dem Krieg. Form und Design wurden nie verändert. Was früher gut war, ist es auch heute noch, sagt der Bürstenmacher. Und darauf gibt er auch gerne eine Garantie. 25 Jahre für diesen Spinnbesen etwa. Die alten Teile, die haben sich einfach bewährt und die kann man nicht verändern. Wenn ich das Teil breiter mache, passt es nicht mehr hinter Heizungen. Und die haben sich damals schon was gedacht. Die Leute waren schon äußerst klug früher. Ne? Hochwertige Bürsten aus natürlichen Materialien sind heute gefragter denn je. Das Geschäft läuft bestens. Die Kunden geben gerne ein paar Euro mehr aus für Handarbeit. Vielleicht auch, weil der Chef zu jedem Teil eine kleine Geschichte parat hat. Natürlich von früher. Die Hellen, ne? Ja, hab genau. Schon mal. Haben Sie schon gemerkt. Ne? Und meine Oma, die hatte auch schon zum Staubwischen eine Bürste aus Ziegenhaar zum Staubwischen. Und das geht, wie gesagt, dreimal schneller wie mit einem Staubtuch. Man kann einmal im Jahr mehr in Urlaub fahren, man hat mehr Zeit. Das ist einfach so. Ne? Hans Wilhelm Hinz produziert nur kleine Stückzahlen. Massenware kommt für ihn nicht in Frage. Und ist mal was ausverkauft, kommt trotzdem keine Hektik in der Werkstatt auf. Dann sage ich zu dem Kunden, der müsste mal eine Woche oder zwei warten. Es ist einfach so, es wird frisch produziert. Die Bürstenmacherfamilie hat sich bewahrt, was in der modernen Arbeitswelt oft fehlt. Die Zeit, hochwertige Produkte herzustellen und die Muße, das Ganze in reiner Handarbeit zu erledigen. Tja, hoffentlich wird es das Handwerk noch ganz lange geben. Wenn wir in die Zukunft schauen, wird es ganz viele Arbeitsplätze nicht mehr geben. Maschinen können das alles viel besser, selbst in Bereichen, in denen sie wirklich nicht mit einer Maschine rechnen würden. Ein Roboter als Barkeeper. Für den deutschen Hersteller QK bereits Realität. Für das Unternehmen scheint es nur noch eine Frage der Fantasie zu sein, welche Arbeiten die Roboter übernehmen können. Und dieses Start-up baut eine Maschine, die eines Tages Lagerarbeiter in einem Logistikzentrum ersetzen soll. Der Roboter als Lagerarbeiter. Ob Buch oder Teddybär, völlig unterschiedliche Gegenstände erkennen, greifen, transportieren und ordnen. Ich glaube, es geht noch weiter. Die Effizienz der Greifer wird besser, die Computer Vision Algorithmen, also Bilderkennung, wird noch mal besser. Und die Grenze, was alles möglich ist, sehe ich persönlich noch nicht. Jana Regenbrecht auf dem Weg zu ihrer Physiotherapiestunde. Auch hier haben Roboter die Behandlung revolutioniert. Die Krankengymnastin arbeitet mit einer Roboter-Gehhilfe. Und die wird zum ganz speziellen Trainingspartner. Durch das Training habe ich ja riesige Fortschritte gemacht und hab wieder einen eigenständigen Alltag und kann auch wieder ganz aktiv alles mitmachen. Der Roboter und ich sind ja ein wirklich gutes Team geworden. Gute Teamwork, würde ich sagen. Jedes Mal, wenn Jana Regenbrecht einen Schritt machen will, sendet ihr Gehirn einen Impuls an den Roboter und der unterstützt jede Bewegung. Nicht nur im medizinischen Bereich verändern Roboter so die Arbeitswelt. Was den industriellen Bereich angeht, muss man sagen, gibt es natürlich eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Wir haben hier ein System, was im Moment ausgetestet wird, zur Rückenunterstützung. Dort gibt es klare Anfragen auch aus der Automobilindustrie. Roboter können mittlerweile unvorstellbar viel. Und die führenden Entwickler gehen immer weiter. Die Roboter werden immer selbstständiger. Bei Boston Dynamics, einem Unternehmen von Google, werden die Grenzen der Möglichkeiten ständig neu ausgelotet. Autonome Robotersysteme, intelligente Maschinen reagieren selbstständig, finden eigenständige Lösungen und entscheiden, was es zu tun gilt. Sieht beinahe beängstigend aus. Und das war so Max, Ihr Marktmagazin. Jetzt alles wissen mit Thomas Rampf.